würde ich fast sagen, wir bauen hier, genau hier in dem Bereich. Hier können wir auch nach oben erweitern, wie wir wollen. Dann die Flächen, die roten Flächenproduktion hin. Das heißt, wir gehen hier lang, dann gehen wir hier hoch. Ne, wir gehen da hinten hoch, würde ich sagen. Schön weit. Dann haben wir hier genug Platz für die Montagemaschinen, wenn wir mehr brauchen. Und ich habe wieder keine Fördermänner, natürlich nicht. Ja, ich weiß, Autocraft hatte ich ja gerade schon an, aber das war gerade noch zu viel. Deswegen werde ich das wieder einstellen. 50 Stück im Inventar haben. Ab geht's. So. Da trifft sie nämlich auch gut, weil die einen sind nämlich jetzt außen und die anderen sind dann innen. Passt. Wunderbar. Genau. Ich zwar auch mal zwei Montagemaschinen. Montagemaschinen. So. Okay. Oh, ich hab noch einen Greifarm. Ist auch, ne? Fast viel. So. Da geht's los. Will natürlich nur noch ein paar. Forschungsstation. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich brauche gerade schon welche. Ich auch, 3 Stück. Dumm-di-dumm. Ja, es läuft. Das ist gut. Da stoppt es schon. Unser Material. Sollen wir auf jeden Fall gleich mal überlegen, ob wir hier einen Turm hinbauen, links. Ein oder zwei. Links ist ein Nest. Oh, ups. Ja. Das sollte man demnächst mal ausräuchern. Wäre ich auch für. Sehr schön. Wobei, so keine 1,5 Stunden, die Forschung läuft.
Rote Fläche läuft schon. Genau. Sehr gut. Ja, es läuft. Bessere Knarren. Ja. Mach mal. So, guten Abend, tu nix gut. Guten Abend. Guten Abend, Lurp Klette. Welche Mods benutzen wir? Also als große Mods, Angel Mods und Bob Mods und dann noch ein paar kleinere. Nee. Boah, welches Level bin ich bei Vikings? Das ist eine gute Frage. Bis ich die letzte Folge nachgucke, das weiß ich jetzt leider nicht. Das kann ich gerade leider nicht sagen. Hier vorher stand schon mal Mauer. Irgendwie, warum stoppt denn jetzt die Eisen- und Kupferproduktion? Was ist denn da los? Das kann ich dir nicht sagen. Die Förderer laufen. Naja. Egal, einfach, wir werden gerade zu viel benutzen. Das könnte auch sein. Das wird ziemlich sein. Man hat zwei Öfen. Man hat überall zwei Öfen hingestellt. Gut. Wir streamen erstmal guten Abend, Nick Nack Gaming, und wir streamen häufiger Faktoria. Ja. Guten Abend. Ja, so meistens so alle anderthalb Wochen ungefähr. Ja. Würde ich schätzen. Wie viel Eisenförderer hast du gebaut? 7. Okay. So. Ach, nur weil die Kupfererze nicht hinterher kommen. Ach so. Im Level 17, ja, das kommt hin. Warum ist ein Kampf verwickelt? Warum? Greifen die schon an. Hat er wahrscheinlich überlebt. Jupp. Okay, geht schon rund. Way, Action. Aktion. Zwei Erzförderer, zwei Stück hingestellt. Gut. Was sagt unser Stromnetz gerade? Ach, das geht noch. Sicher? Seid ich umgekehrt? Verfügbar muss runter sein, die Produktion muss hoch.
Nee. Verfügbarkeit ist das, was aktuell benutzt wird. Produktion ist das, was aktuell produziert wird. Okay, dann produzieren die Dinger mehr. Genau. Aber da wir Weil aktuell nur 2,3 2,3. Megawatt ist eigentlich viel für eine Maschine. Sind 8. Ich habe da schon ein paar hingestellt. Ach so, sind schon 8. Okay, das habe ich nicht Nichts passiert, gesagt. nichts passiert. Unsere. Unsere rote Fläschchen, die stauen sich hier schon. Sehr gut. So, wir sind schon fertig. Ups. Ja, forschen, ja, forsch mal. Vorstadt. So. Ich sammle schon mal Zeug, Munition und so weiter. Dann räume ich mal das Nest, die beiden Nester da hinten aus. Würde ich sagen. Bessere Waffen haben wir schon, ne? MPs und Schrotflinten. Natürlich brauche ich noch Eisenplatten. Logisch. Logisch. Was sonst? Mal, hallo? Die jetzt mal genug haben. Danke. Für größere Multiplayer-Projekte, ja. Aber auch nur, wenn sie vernünftig sind und gemacht wurden. Weil ich war mal bei einem Projekt bei und das war schon seit nach, ich glaube, 2 Wochen oder so, waren die Leute schon so weit, dass kaum noch einer gespielt hat. Nicht Factorio, das war Minecraft, aber ist ja nicht so viel anders. Im Prinzip, ja. Na, das ist Forschung schon fertig, mein Gott. Es geht rund Dann hören hier. wir doch gleich mal den Kugelschaden. Genau. Hoppala. Los, arbeitet! Schneller! Ich wollte doch nur gucken, greifen die gleich an. Tja. Was soll denn da? Ich hab nur geguckt. So, ich versuche mal die Nester abzubauen. Halt du mir mal die Viecher vom Leib. Ich wollte ja den Turm da hinstellen. Oder so. Läuft. Ja, komm her, du. Au. Hoppala, falsche Richtung. So, Nummer 1 und dann Nummer 2. Hey. Sehr schön. Gut, ist die Gefahr schon mal beseitigt. Ja. Haben wir hier noch irgendwie was? Sieht zumindest nicht, also nicht so aus. Okay. Okay. Hier war doch irgendwo eine Gruschkiste da unten. Ich baue nochmal 6 Crusher.
Crusher? Crusher, ja. So. 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 Jetzt haben wir 12 Crusher für Eisen. Großes Inventar. Gleich wieder. Jo. Ja, also wenn du da mal bist, soweit bist, dann kannst du mich gerne mal anschreiben auf YouTube oder so. Dann lese ich mir das auf jeden Fall mal durch. Schau es mir dann mal an. Du kannst mir auch auf die E-Mail-Adresse schreiben bei Kanalinfo. Klar, kannst du auch. Aber ich krieg dann eigentlich auch mit auf YouTube. Aber wie gesagt, du kannst auch gerne auf die E-Mail-Adresse, die bei mir auf dem Kanalinfo ist. Kannst du auch, denn die krieg ich auf jeden Fall mit. Sogar auf Arbeit. Jo, guten Hunger auf jeden Fall.